Ich habe mir vom freitäglichen Testat berichten lassen, dass das schon ganz, ganz passabel für den Anfang war. Das heißt also, wir können jetzt mal ein bisschen mehr in die Vollen gehen. Okay, direkte Verfahren für Gleichungssysteme oder Ausgleichsprobleme. Dieses Thema haben wir jetzt ein Stück weit abgeschlossen. Wenn man nun sagt, ich will ganz allgemein Gleichungssysteme behandeln und Gleichungssysteme sind erstmal dann eben potenziell vollbesetzte Gleichungssysteme. Es gibt gewisse Anwendungen, wo das der Fall ist. Die typische Stelle, wo große Gleichungssysteme auftreten, in technisch-naturwissenschaftlichen Anwendungen, wo wirklich sehr große Gleichungssysteme auftreten, also irgendwo zwischen 10 hoch 6 und 10 hoch 9 von der Dimension, das ist ungefähr die Größenordnung, wo wir sich heute bewegt. Das wäre mit keinem Verfahren der Welt möglich, wenn diese Gleichungssysteme voll besetzt werden. Das sind sie aber nicht, die Matrizen sind typischerweise dünn besetzt, das heißt, die haben viele Nulleinträge und haben auch da eine Systematik, etwa in dem Sinn, dass man weiß, egal wie groß das Gleichungssystem ist, es hat nur 5 Einträge pro Zeile. Wenn man jetzt versucht, wir haben ja auch schon ein kleines bisschen in diese Richtung geschaut, wie man versuchen kann, solche Besetzungsstrukturen auszunutzen. Was wir gesehen, das Einfachste, was man da machen kann und was wir uns angeschaut haben, ist die Bandstruktur. Das mit der Bandstruktur ist gut, wenn es ohne Pivotisierung funktioniert, also solange wir positiv definierte Matrizen haben und tatsächlich Cholesky und damit Band-Cholesky machen, ist die Sache okay. Und es ist dann gut, wenn das Band schon voll besetzt ist, dann kann man es eigentlich nicht besser machen. Typischerweise in so einem Beispiel, und wir werden dieses Beispiel mit diesen 5 Einträgen demnächst ein bisschen genauer anschauen, wird es so sein, diese 5 Einträge liegen eben dann nicht direkt um die Diagonale, ist also keine Bandmatrix mit Bandbreite 2 dann, sondern die sind irgendwo weit außerhalb, das heißt, das Band ist wesentlich größer und was dann passiert bei solchen direkten Verfahren, ist ein sogenanntes Einfüllen. Das heißt, die Matrix L und die Matrix R haben zwar die gleiche Bandbreite, wenn wir nicht pivotisieren, aber das Band wird vollständig aufgefüllt. Und dadurch wird die Matrix plötzlich viel, viel, viel größer. Das heißt also, es wäre sinnvoll, jetzt noch eine andere Klasse von Verfahren zu haben und tatsächlich alles, was man heute anwendet, an Verfahren für große Probleme, für große technische Probleme ist von der Bauart, wie ich sie gleich ansprechen will. Es wäre also sinnvoll, Verfahren zu haben, die iterativer Natur sind und die eben die Matrix überhaupt nicht verändern, sondern die Matrix sozusagen nur im Sinne einer Matrix-Vektor-Multiplikation oder Matrix-Vektor-Multiplikation mit einer aus der Systemmatrix abgeleiteten Matrix ausnutzen. Solche Verfahren sind seit langem bekannt und gehen schon auf Gauss zurück. Zumindest die man für die technischen Anwendungen nicht brauchen kann oder nicht unbedingt brauchen kann, aber die ganz gut sind, um das Prinzip der Verfahren zu verstehen und um die soll es dann im Folgenden gehen. Da das Ganze aber einen gewissen allgemeinen Vorlauf hat und man diesen allgemeinen Vorlauf auch durchaus für nichtlineare Probleme hinschreiben kann, weil er halt entsprechend allgemein ist, und halt an dementsprechend auch noch nicht so schrecklich aussagekräftig, machen wir jetzt einen kleinen Einschub, wo wir uns erst einmal vom linearen Gleichungssystem verabschieden und einfach ein nichtlineares Gleichungssystem anschauen. Das heißt also, die Fragestellung, und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die haben wir auch im linearen Fall, die Fragestellung zu formulieren. Das heißt also, bisher war unser f von x durch eine lineare Abbildung gegeben. Jetzt soll das eine ganz allgemeine Abbildung von einem normierten Raum in sich selbst sein. Dann eben wieder typischerweise der r hoch n. Und aus dem Gleichungssystem wird jetzt so ein Nullstellenproblem für eine nichtlineare Abbildung f. Wenn wir mal auf diesem Level sind, ist es relativ egal, ob wir nun so ein
Gleichungssystem uns anschauen oder uns direkt ein Nullstellenproblem uns anschauen. Das können wir machen, dann können wir das B mit in das F integrieren. Oder aber, ob wir uns ein Fixpunktproblem anschauen, was uns auch schon über den Weg gelaufen ist. Das heißt, wir suchen ein X immer unter der das setzt jetzt natürlich voraus, dass das Bild von F wieder in der Menge U ist, wenn F nicht auf dem ganzen Raum definiert ist, sondern nur auf einer Teilmenge U. Sonst haben wir keine Chance, einen Fixpunkt zu finden. Das heißt, wir nennen einfach ein Element X einen Fixpunkt, wenn F von X gleich X. Das ist klar. Von dem F muss ich einfach zu F von X plus X als neue Abbildung übergehen. Dann wird aus einer Nullstelle ein Fixpunkt und aus einem Fixpunkt wird wieder ein Gleichungssystem, ein nichtlineares Gleichungssystem, wenn ich das F entsprechend modifiziere. Also auf diesem abstrakten Level sind eigentlich diese drei Probleme äquivalent zueinander und selbst wenn wir noch voraussetzen, dass das F linear ist, dann ist das weiterhin der, oder affin linear ist, ist das weiterhin der Fall. Okay, jetzt haben wir uns ja schon, so eine Gleichung ist uns schon mal ganz am Anfang über den Weg gelaufen, die war nicht linear, x² minus a gleich 0, war übersichtlich, weil sie nur auf R formuliert war und da haben wir schon verschiedene Verfahren für diese Gleichung formuliert und diese Verfahren waren alle Verfahren vom Fixpunkttyp. Das möchte ich jetzt nochmal allgemein besprechen, was das bedeutet und auf diese Weise nochmal ein paar Begrifflichkeiten, die wir im Beispielfall schon eingeführt haben, nochmal in Erinnerung rufen. Okay, also jetzt gehen wir gleich mal auf die Situation, die wir bisher hatten, war natürlich u gleich x gleich k hoch n und f von x durch die lineare Abbildung gegeben. Und wenn wir jetzt auf die Fixpunktformulierung ab jetzt gehen, kann man ein sogenanntes Fixpunkt-Iterationsverfahren aufsetzen, was Sie nicht nur aus der Einleitung schon kennen, sondern bin ich mir sicher auch aus der Analysis, weil Sie dort den Banachschen Fixpunktsatz kennengelernt haben. Okay. Es widerspricht mir niemand. Das ist kein wirklicher Widerspruch. Deswegen kann ich dann, reicht es, wenn ich nochmal auf die Formulierung des Satzes eingehe, dann kann ich mir den Beweis ersparen. Und was wir hier machen, ist, wir machen eine sogenannte Fixpunkt-Iteration. Das funktioniert einfach dadurch, dass wir irgendeine Start-Iterierte uns ausgucken, x0. Die Karte iterierte in das Phi in die Abbildung einsetzen. Das setzt natürlich voraus, dass wir die Abbildung auswerten können mit unseren Möglichkeiten und damit die nächste iterierte erhalten. Und wir haben uns schon überlegt, dass ein solches Verfahren unter der Voraussetzung, dass das Phi stetig ist, ein konsistentes Verfahren ist, in dem Sinne, dass, wenn es konvergiert, es die richtige Lösung, also sprich einen Fixpunkt liefert. Denn wenn es konvergiert, konvergiert die linke Folge als Teilfolge von xk gegen diesen Limes x. Die rechte Folge konvergiert gegen phi von x, wegen der vorausgesetzten Stetigkeit und damit ist der Limes, so es ihn gibt, notwendigerweise ein Fixpunkt. Das heißt, wir brauchen Kriterien dafür, dass so eine Fixpunkt-Iteration konvergiert, die Sie ja auch alle jetzt schon kennen, wie Sie gerade gesagt haben, also muss man nicht so lange damit aufhalten. Vielleicht jetzt nochmal zur Begrifflichkeit, die auch schon in der Einleitung gefallen ist. Ich mache es vielleicht ein bisschen leiser, das Mikrofon. Na. Jetzt hat jemand ganz voll bis an Anschlag aufgedreht. Muss vielleicht nicht sein. Sollte auch noch, reicht das auch noch? Oder ist es zu leise? Zu leise? Machen wir es wieder ein bisschen lauter. Jetzt so? Okay, also wir wollen ja Konvergenz haben und da gibt es jetzt mal erstmal prinzipiell zwei Situationen. Das ist die globale Konvergenz und das ist die lokale Konvergenz. Das hängt natürlich von, was das konkret bedeutet, hängt von der Formulierung des Problems an. Global heißt, ich darf den Startwert beliebig wählen, beliebig in dem Sinne, wo es überhaupt sinnvoll ist, das sprich aus dem Definitionsgebiet der Abbildung, von der ich einen Fixpunkt suche. Und ich habe dann eine global konvergente Situation,
wenn für jeden so gewählten Startwert, also sozusagen ohne Einschränkungen, das Verfahren konvergiert. Im Gegensatz dazu habe ich lokale Konvergenz, wenn ich nur sicherstellen kann, dass es eine offene Menge gibt, in der es natürlich dann einen Fixpunkt geben sollte, sodass, wenn ich in dieser Menge starte, und diese Menge kann tendenziell sehr, sehr klein sein, sehr, sehr dicht an der möglichen Lösung dran liegen, und dass, wenn ich dort starte, die Folge dann konvergiert. Und das ist immer, das werden Sie dann in der Zukunft sehen, es ist immer eine gewisse Abwägung zwischen lokaler und globaler Konvergenz. Typischerweise ist es so, langsame Verfahren sind ein bisschen robuster und garantieren globalere Konvergenz. Man spricht dann von dieser Menge U Schlange als auch dem Einzugsbereich des Fixpunktes, haben dann einen etwas größeren Einzugsbereich, während gut konvergente Verfahren oft eben leider nur lokal konvergent sind. Das werden wir demnächst noch genauer sehen. Außerdem sollte natürlich auch, da wir natürlich ja nicht den Limes exakt bestimmen können, sondern nur eine endliche Anzahl von Iterationen ausführen können, deren Aufwand eben n mal des Aufwandes für einen Iterationsschritt ist, sollte die Anzahl der Iterationsschritte zum Erreichen eines gewissen relativen Fehlerniveaus, also gemessen an dem Eingangsfehler, möglichst klein sein. Das werden wir etwas genauer mit dem Begriff der Konvergenzgeschwindigkeit messen. Das heißt also, wir suchen nicht nur möglichst global konvergente Verfahren, sondern auch Verfahren mit einer möglichst hohen Konvergenzgeschwindigkeit. Gut. Den Begriff der Konsistenz, an den habe ich jetzt gerade noch mal erinnert, und wir haben gesehen, die Fixpunkt-Iteration, also wir suchen einen Fixpunkt, wir wollen dazu eine Fixpunkt-Iteration aufsetzen und als Iterationsfunktion nehmen wir einfach, also vielleicht noch mal zur Notation, dass das jetzt nicht untergeht. Es sind zwei Dinge zu unterscheiden, die im Moment noch identisch sind, aber später auseinanderfallen werden. Es ist zum einen die Problemformulierung, eine dieser drei Varianten, wo wir jetzt gesagt haben, wir nehmen die Fixpunktformulierung. Das ist die Funktion klein f. Und dann ist die Verfahrensformulierung, wo wir auch gesagt haben, es soll vom Fixpunkttyp sein, das Verfahren. Das heißt, wir brauchen eine Verfahrensfunktion phi. Die beiden Dinge müssen nicht identisch sein. Die müssen natürlich was miteinander zu tun haben, aber die müssen nicht identisch sein. Jetzt in der allereinfachsten Situation wählen wir sie einfach mal identisch. Das heißt, wir wählen phi gleich f und haben dann eben diese Fixpunktiteration. Jetzt kann man sich das eindimensional alles schön veranschaulichen, was Sie bestimmt auch schon mal gemacht haben. Und im eindimensionalen Fall ist das Verfahren also so zu verstehen oder so auszuführen, man hat irgendeinen Wert, dann braucht man den Funktionswert davon, das heißt, man geht auf den Graphen und dann will man diesen Wert wieder als Argument benutzen, das heißt, man muss sozusagen an der Winkelhalbierenden den Wert wieder nach unten transportieren, mittels der Winkelhalbierenden, das ist also sozusagen diese Operation hier, das ist x1, oder fangen wir hier an, das ist x0, das ist, hier heißt die Funktion jetzt nicht f, sondern g in dem Bild, g von x0 und g von x0 wird jetzt wieder als x1, als neuer x-Wert genommen und so geht das weiter. Und hier hat man ein Beispiel, wo anscheinend das Verfahren konvergiert und anscheinend konvergiert es monoton. Und weil wir hier oberhalb der Lösung gestartet sind, konvergiert es eben monoton fallend gegen die Lösung. Man kann hier schon ein bisschen erahnen, dass das vielleicht was hier, dass dann eben diese sehr eingeschränkte eindimensionale Situation mit dem Wachstumsverhalten der Funktion, von der wir einen Fixpunkt suchen, zu tun hat, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass diese Funktion hier selbst monoton wachsend ist. Hier haben wir auch eine monoton wachsende Funktion. Wir starten relativ dicht an dem Fixpunkt ran, werden aber dann von dem Fixpunkt weggeführt, haben also eine divergente Funktion. Man spricht dann auch von anziehenden und abstoßenden Fixpunkten. Und Sie wissen schon, wenn Sie den Banachschen Fixpunktsatz kennen, wissen Sie natürlich, dass das was mit dem Betrag der Ableitung im Fixpunkt zu tun hat. Dass an der Stelle eben die Ableitung betragsmäßig kleiner als 1 ist und in
weil, wie man sieht, an der Art, wie hier die Winkelhalbierende geschnitten wird und hier für dieses Beispiel eben betragsmäßig größer als 1 ist. Das ist das Einzige, was man hier wissen muss. Das werden wir auch gleich nochmal in einem Satz formulieren. Und wenn nun jetzt eben nicht monoton wachsendes, sondern monoton fallendes Verhalten vorliegt, dann gibt es ein solches alternierendes, so eine spiralförmige Konvergenz, wobei eben hier Konvergenz vorliegt, eben hier wiederum, weil die Ableitung hier im Fixpunkt betragsmäßig kleiner als 1 ist. Hier haben wir wieder Divergenz, weil die Ableitung betragsmäßig größer als 1 ist. Und das ist gerade der Grenzfall. Und da sehen wir, da haben wir weder, also wir haben jedenfalls nicht Konvergenz. Und die Folge, die erzeugt wird, bleibt aber hier beschränkt auf endlich vielen Werten. Und das ist gerade der Grenzfall, wo die Ableitung gleich 1 ist. Also im Eindimensionalen kann man das sehr schön anschauen. Ist natürlich ein bisschen arg eingeschränkte Situation. Deswegen wollen wir das gleich mal allgemein machen. Sie haben das schon allgemein gemacht, deswegen können wir uns jetzt hier ganz kurz fassen. Was möchte man haben? Wir haben ja schon mal diskutiert, wann sieht man einer Folge an, wann sie vielleicht konvergiert. Und ein vorgeschlagenes Kriterium, was mit gewisser Vorsicht zu benutzbar ist, wenn man wirklich weiß, was man macht, ist, zwei aufeinanderfolgende Iterierte miteinander zu vergleichen. Das ist hier ein Druckfehler natürlich, das muss hier ein K sein. Wir vergleichen also die K plus zweite und die K plus erste miteinander. Da das aber gerade die Bildwerte der Vorgängerwerte sind, würde uns reichen, wenn die Abbildung so ist, dass sie sozusagen Abstände zusammenzieht, dass die Abbildung kontrahierend oder erst einmal, ich weiß nicht, wie sehr sie die Begriffe auseinandergefächert haben in der Analysis, genauer gesagt würde man da erstmal sagen, nicht expansiv ist. Das heißt, wir wollen zumindest wissen, dass der Abstand der Bilder kleiner ist als der Abstand der Urbilder. Und um das wirklich, um aus so einer Situation, dann haben wir schon eine gewisse Indikation für Konvergenz, können aber tatsächlich aus dieser Beziehung noch nicht Konvergenz schließen. Das können wir dann, wenn wir das quantifizieren können, wenn wir also sicher sind, dass um ein gewisses gleichmäßiges Maß, das sehr, sehr bescheiden sein mag, der Abstand immer kleiner wird. Und das ist gerade die Lipschitz-Stetigkeit, gesichert durch die Lipschitz-Stetigkeit der Abbildung mit einer Lipschitz-Konstante kleiner als 1. Also Sie wissen, was Lipschitz-stetig heißt. Das ist eine besonders starke Form der Stetigkeit im Allgemeinen. Für affinlineare Abbildung ist es, wie wir wissen, identisch mit der Stetigkeit, sogar der Stetigkeit in einem Punkt. Im Allgemeinen natürlich sind da Welten dazwischen für nichtlineare Abbildungen. Also Lipschitz-Stetigkeit heißt globale Lipschitz-Stetigkeit, müsste man genauer sagen, dass ich immer die Norm der Differenz zweier Bilder, also den Abstand im Bildraum. Ich habe also allgemein hier einen normierten Raum, eine Abbildung aus einer Teilmenge des normierten Raums in den normierten Raum, dass ich diesen Abstand der Bilder abschätzen kann durch einen Faktor k mal den Abstand der Urbilder. K gleich Lipschitz-Konstante, ja? Dass das Bild was ist? Wir werden sehen, dass das dann im Kontraktionsfall sozusagen automatisch folgt. Aber um Lipschitz-Stetigkeit zu formulieren, brauche ich das jetzt erst. Also Sie meinen, man kann Kontraktion nur dann sinnvoll definieren, wenn die Abbildung. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also kontrahierend kann sie sein, aber Sie haben vollkommen recht, um daraus dann etwas zu schließen, im Sinne des Banachschen Fixpunktsatzes, dann braucht man die Tatsache, dass die Menge in sich selbst abgebildet wird. Aber erst einmal nochmal zur Erinnerung, kontrahieren nennen wir diese Situation einfach nur, wenn wir eine Lipschitz-Konstante kleiner als 1 haben. Und es ist natürlich klar, die Lipschitz-Konstante ist nie eindeutig, wenn ich eine habe, ist jede Zahl größer gleich auch Lipschitz-Konstante. Das heißt also, hier geht es immer sozusagen um eine Art optimale Lipschitz-Konstante oder überhaupt mal um eine, die kleiner als 1 ist. So.
Gut. Das kann man also jetzt sehr allgemein formulieren, so wie es jetzt da steht. Wie gesagt, kann man das in normierten Räumen formulieren. Man könnte sogar auch allgemeiner in metrischen Räumen formulieren. Das wollen wir jetzt aber nicht machen, sondern wir gehen wieder zu unserem K hoch n und fragen uns jetzt nach hinreichenden Bedingungen. Und ich sagte ja schon in dem Beispiel, was wir uns angeschaut hatten, in den Grafiken hat das was mit der Ableitung am Fixpunkt zu tun. Und allgemein hat das was mit der Größe der Jacobi-Matrix ja, auf der betreffenden Menge oder später in der verfeinerten Aussage in der Nähe des Fixpunktes zu tun. Also erstes Lemma in die Richtung sagt das Folgende aus, wenn die Grundmenge offen und konvex ist, das ist eine wesentliche Voraussetzung, und wenn meine Abbildung stetig differenzierbar ist, dann reicht es zu wissen, dass, ja, nochmal vielleicht einen Satz zurück. Wir haben uns jetzt, wenn wir auf dem K hoch n sind, müssten wir erstmal die Norm spezifizieren. Das ist aber jetzt nicht wirklich so wesentlich. Na, das sollte ich jetzt nicht sagen, weil es dann falsch wäre. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht wesentlich, wie wir die Norm spezifizieren. Das ist richtig für die Lipschitz-Stetigkeit. Wegen der Äquivalenz aller Normen auf dem K hoch n habe ich Lipschitz-Stetigkeit in einer Norm, wenn ich es in irgendeiner anderen Norm habe. Wie ist das mit Kontraktion? Genau, durch den Wechsel der Norm in eine äquivalente Norm kann die Kontraktion verloren gehen. Das heißt also, da haben wir jetzt noch ein bisschen Chance, die richtige Norm zu wählen. Und insofern, das ist sowieso nur eine hinreichende Aussage und auch sozusagen hinsichtlich der Wahl der Norm ist das jetzt als hinreichende Aussage zu sehen. Also die Frage ist, wann kann ich eine Abbildung ansehen, dass sie kontrahierend ist? Und da muss ich eine Norm finden auf dem Tupelraum, eine dazu verträgliche Norm auf dem Matrizenraum, sodass in der Konstellation die Norm der Jacobi-Matrizen gleichmäßig durch eine Konstante k kleiner als 1 beschränkt werden kann. Oder anders gesagt, dass das Supremum dieser reellen Zahlen, Norm der Jacobi-Matrizen, eine Zahl kleiner als 1 ist. Also es reicht nicht, dass alle Werte kleiner als 1 sind, dann könnten die sich ja beliebig stark nähern auf einer Folge in dieser Menge U, sondern es muss wirklich das Supremum, es braucht eine gleichmäßige obere Schranke für alle und damit äquivalent gesagt brauche ich, dass das Supremum kleiner als 1 ist. Ja, warum ist das so? Ist das jedem klar? Man würde ja sagen, naja, wir wenden den Zwischenwertsatz an. Was halten Sie von dem Argument? Gute oder schlechte Idee oder ist irgendwo zwischendrin? Also ich mache es mit einem Zwischenwertsatz. Ich schreibe, ich muss ja f g von x und g von y vergleichen. Dann schreibe ich g von x minus g von y gleich Jacobi-Matrix an einem Zwischenwert mal Differenz. Okay? Ja, gilt dieser Satz wirklich, den ich gerade jetzt mal ein bisschen skizziert habe? Er gilt, wenn ich ein Funktional habe. Also wenn ich zwar einen mehrdimensionalen Argumentraum habe, aber sozusagen nur einen reellen Wert im Bild habe, dann gilt diese mehrdimensionale Variante des Zwischenwertsatzes. Aber jetzt habe ich ja einen ganzen Vektor an Bildern. Ja. Bitte? Also ich kenne den Begriff nicht. Ein Funktional ist eine Abbildung vom Vektorraum in den skalaren Körper. Also in unserem Fall einfach vom k hoch n nach k. Okay, also man muss es im Prinzip so machen, aber man muss es auf jede Komponente so machen. Und habe ich es aufgeschrieben oder habe ich da nur die Bemerkung, dass es eine Übung ist?
da steht nur, dass es eine Übung ist. Also, der Punkt ist wirklich der, ich habe jetzt wahrscheinlich da noch Zwischenwertsatz gesagt, ich habe natürlich Mittelwertsatz gemeint. Dieser Mittelwertsatz gilt in der Form nicht für eine beliebige Abbildung von beliebig stetig differenzierbare Abbildung von k hoch n oder r hoch n in sich selbst. Aber ich kann auf jede der Komponentenfunktionen kann ich das anwenden, und es geht mir auch gar nicht darum, da irgendeine Stelle zu identifizieren, wo das eventuell das Supremum angenommen wird. Ich brauche also nur etwas, was ich abschätzen kann. Das heißt also, wir können es in Gottes Namen nochmal hinschreiben. Also, wie ist jetzt die Situation? Wir haben g von x minus g von y. Das schauen wir uns mal in der i-ten Komponente an. Und in der i-ten Komponente darf ich das also schreiben, sozusagen als Gradient dieser Funktion an einem Zwischenwert mal x minus y. Das heißt also, betragsmäßig kann ich das abschätzen durch, jetzt hoffentlich stimmt mein Beweis dann wirklich, durch gehen wir mal auf die sichere Seite und sagen, das ist nicht irgendeine Norm, das ist die Maximumsnorm und das ist die Zeilensummennorm, dann ist die Sache. Okay, also mit der allgemeinen Formulierung bin ich jetzt selber etwas im Unklaren. Okay, jetzt könnte man das abschätzen durch hier natürlich die Maximumsnorm darf oder die wir haben gesagt, wir wollen die Maximumsnorm nehmen, dann habe ich die hier. Und was habe ich hier? Hier habe ich sozusagen die Summe über die Beträge der Es ist die j-te Ableitung von der i-ten Komponente. Und das Xi sollte ich vielleicht auch nochmal einen Index i geben, auch wenn es ein Vektor ist, denn das gehört ja zur i-ten Komponente hier dazu. Also für jedes i von 1 bis n. Okay, und hier summiere ich jetzt über die j. So, wenn ich jetzt das Maximum über diese Beziehung setze, dann bekomme ich hier g von x minus g von y. Hier bekomme ich das Maximum der Zeilensummen. Das heißt also, hier bekomme ich, jetzt sollte ich jetzt hier vielleicht nochmal abschätzen durch, vielleicht hier jetzt gleich nochmal, gleich diesen Ausdruck nach oben abschätzen durch das Supremum. Das ist also eine Zeilensumme. Ich schätze das ab durch das Maximum der Zeilensummen. Dann wäre ich hier bei d g xi i und dann gehe ich noch zum Maximum über alle Punkte x. Okay, und dann habe ich aber hier eine Zahl, dann kann ich hier zum Maximum übergehen und dann habe ich tatsächlich diese Aussage, so wie sie da steht. In der konkreten Situation der Maximumsnorm und, und hier der Zeilensummennorm. Ich muss jetzt wirklich im Moment passen, wie ich das jetzt für eine allgemeine Norm zeige. Natürlich kann ich immer mit der Äquivalenz argumentieren. Wahrscheinlich kann ich mit der Äquivalenz argumentieren. Also hier auf dem Level, ja, das geht wahrscheinlich. Aber dann handle ich mir hier die Äquivalenzfaktoren ein. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das geht. Also nehmen wir einfach mal den Satz in dieser konkreten Situation mit Maximumsnorm und Zeilensummennorm, da ist es auf jeden Fall okay. Wenn wir es jetzt auf R spezialisieren, dann ist natürlich das überhaupt keine Frage. Da fällt alles wieder in sich zusammen. Wenn ich jetzt hier nur eine skalare Abbildung anschaue, und dann ist es sogar so, dass im skalaren Fall das nicht nur ein hinreichendes Kriterium ist, sondern sogar ein notwendiges Kriterium. Denn da in der skalaren Situation, da kann ich jetzt wirklich voll mit dem Mittelwertsatz argumentieren.
Das heißt, also, es geht also darum, die Größe der Ableitung oder im mehrdimensionalen der Jacobi-Matrix an dem Fixpunkt abzuschätzen. Wie können wir das machen? Also für globale Konvergenz brauchen wir wirklich eben die gesamte Menge. Wenn wir jetzt nur an lokaler Konvergenz interessiert sind oder vielleicht auch nur lokale Konvergenz hinbekommen, interessiert sind wir vielleicht immer an globaler Konvergenz, dann würde es durchaus reichen zu wissen, dass wir da eine Stelle, dass dieser Fixpunkt von dem Typ ist, dass dort die Jacobi-Matrix in der Norm kleiner als 1 ist. Denn aus Stetigkeitsgründen, also wir reden hier von stetig differenzierbaren Abbildungen, also wo auch die Zuordnung der Ableitung stetig ist, wissen wir dann, wenn dem so ist, dann ist auf einer ganzen Umgebung die Norm der Jacobi-Matrix kleiner als eine feste Schranke kleiner als 1. Wie macht man das? Man nimmt einfach, sagen wir mal, die Hälfte des Abstands zwischen den beiden Werten, definiert eine entsprechende Umgebung um diesen Bildwert hier herum und sichert eben durch Stetigkeit, dass man in dieser Umgebung bleibt. Und andererseits wissen wir ja wiederum, dass wiederum hinreichend, dass wenn wir uns jetzt in der Norm nicht festlegen, sondern nur sagen, ich möchte irgendeine Norm haben, das muss man vielleicht nochmal anschauen, weil ich jetzt Zweifel an diesem Beweis gezogen habe, ob der auch für allgemeine Normen geht, dann könnte man sich sogar zurückziehen auf den Spektralradius an der Stelle. Denn wir wissen ja, wenn der Spektralradius kleiner als, oder wir wissen allgemein, ich finde immer für eine Matrix, also etwa zu dieser Matrix hier, finde ich immer eine erzeugte Norm, sodass die Norm dieser Matrix in der betreffenden, dass die Norm dieser Matrix nur beliebig wenig größer ist, nur um ein Epsilon größer ist als der Spektralradius. Das Epsilon könnte ich dann eben hier Abstand halbe nehmen. Dann habe ich aber keine Kontrolle mehr über die Norm, die ich da habe, wenn ich sozusagen mit dieser schwachen Voraussetzung rangehe. Okay, also jetzt haben wir gesehen, wie man auf dem K hoch N das absichern kann, dass Kontraktion vorliegt. Und was nützt uns das jetzt? Wir haben ja bisher sozusagen nur so ein Gefühl, dass es funktioniert. Und das Gefühl wird dann etwas konkreter mit dem Banachschen Fixpunktsatz, an den es nochmal erinnert sei. Wir brauchen also insbesondere die Vollständigkeit des Raums, um den es hier geht. Also wir müssen wissen, dass dieser normierte Raum ein Banach-Raum ist. Das bedeutet also, dass jede Cauchy-Folge gegen ein Element aus dem normierten Raum konvergiert. Wir wissen ja auch, dass eine ganze Reihe von naheliegenden Funktionenräume nicht unbedingt vollständig sind. Wenn wir die stetigen Funktionen mit der Norm des quadratischen Mittels versehen, dann ist das ein nicht vollständiger Raum. Also man muss da ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber wir wissen zum Beispiel, die stetigen Funktionen mit der Supremumsnorm, mit der Maximumsnorm, ist ein vollständiger Raum. Das haben Sie vermutlich in der Analysis bewiesen. Wir wissen aber, dass die einmal stetig differenzierbaren Funktionen mit der betreffenden Norm eben nicht vollständig sind. Und wie schon gesagt, mit der 2-Norm oder allgemein mit der P-Norm versehen, ist dieser Raum auch nicht vollständig. Wenn wir andererseits auf dem K hoch N sind, dann ist das alles relativ übersichtlich, weil alle Normen äquivalent sind und dann können wir auch immer über die komponentenweise Konvergenz argumentieren. So, jetzt zum Banachschen Fixpunktsatz, nochmal zur Erinnerung. Was fordert der? Der Raum muss vollständig sein. Ich habe eine Teilmenge des Raums, kann natürlich der gesamte Raum sein, und ich möchte für die Abbildung zwei Dinge wissen. Erstens, sie ist kontrahierend. Das fällt mir natürlich umso leichter, je kleiner ich das U mache, das sicherzustellen. Andererseits möchte ich aber wissen, dass das U in sich selbst abgebildet wird. Und das fällt mir umso schwerer, je kleiner ich das U mache. Das U muss eine abgeschlossene Menge sein. Damit ist diese Menge als Teilmenge eines vollständigen Raums auch vollständig.
Die Lipschitz-Konstante dieser kontrahierenden Abbildung nenne ich K und dann gelten folgende Aussagen. Erstens, die Abbildung hat genau einen Fixpunkt. Also es gibt einen Fixpunkt und der ist eindeutig. Die Fixpunkt-Iteration konvergiert für einen beliebigen Startwert aus U. Das heißt, sozusagen in der Welt von U ist diese Fixpunkt-Iteration global konvergent. Ja, und wie gut oder wie schlecht sie konvergiert, das hängt jetzt sehr, sehr von der Größe von dem K ab. Es konvergiert nämlich in einer Art und Weise, was wir später lineare Konvergenz nennen werden. Und aus dieser linearen Konvergenz kann man jetzt zwei Fehlerabschätzungen ableiten. Die eine ist, die nennt man a priori Fehlerabschätzung. Die kann man also sozusagen auswerten, ohne dass die Karte iterierte ausgerechnet zu haben. Man muss bloß die ersten beiden Iterierten wissen. Und die sagt, der Fehler lässt sich abschätzen durch k hoch n durch 1 minus k. Wobei hier der wesentliche Faktor des k hoch n ist, was so ein bisschen auf diese lineare Konvergenz hindeutet. Und das sieht man, k gleich 1/2 ist vielleicht ein ganz ordentlicher Wert, heißt, der Fehler wird im Wesentlichen jedes Mal halbiert. K gleich 1 minus 10 hoch minus 6 ist vielleicht ein sehr schlechter Wert, weil dann kaum etwas passiert. Und wenn Sie sich an unsere Beispiele erinnern, die wir im ersten Abschnitt hatten, dass sie waren alle linear konvergent mit sehr unterschiedlichen Kontraktionszahlen. Und da liegen dann eben Welten dazwischen. Dann braucht man halt vielleicht 5 Iterationen oder 10 oder vielleicht auch 10.000, um überhaupt irgendwas Sinnvolles zu haben. Man kann etwas schärfere a posteriori Fehlerabschätzungen angeben, die man also nur auswerten kann, wenn man die Iteration bis zu dieser Kartenstelle durchgeführt hat. Und das ist diese Abschätzung, die sagt, der Kartefehler, also so wollen wir diese Zahl hier nennen, also der Abstand zwischen der Karteniterierten und der Lösung in der betreffenden Norm soll der Kartefehler sein, lässt sich abschätzen durch, jetzt sehe ich gerade, ist natürlich ein bisschen unglücklich, typisches Operator Overloading, aber nun gut, ich hoffe, es wird Sie nicht zu sehr irritieren, dass wir hier sowohl ein K als Index haben, als auch ein K als Lipschitz-Konstante, das ist nicht so ganz glücklich. Okay, also gut, das wäre natürlich schlecht, wenn das K gleich dem K wäre, dann könnte man mit der Aussage nicht viel anfangen. Aber das ist hier wirklich die Lipschitz-Konstante und das sagt, also wir haben hier bis auf den Faktor K durch 1 minus K können wir den Fehler abschätzen durch den Abstand der beiden letzten Iterierten. Also in dieser Situation ist durchaus das auch darauf zu schauen, wie verhält sich die Iteration, wie ist der Abstand von zwei Iterierten durchaus eine sinnvolle Prozedur. Man darf nur diesen Vorfaktor hier nicht vergessen. Was natürlich falsch wäre, wäre einfach zu sagen, der Fehler verhält sich so wie diese Zahl hier. Also das war asymptotisch vielleicht richtig, aber eben nicht von den wirklichen Werten. Das heißt also jetzt in dieser Terminologie, die wir schon mal am Anfang benutzt haben, was wir hier unter anderem haben, ist, wir haben hier, das ist wieder ein kleiner Druckfehler, also hier muss wieder ein N hin, vielleicht hätte man generell wieder die Iterierte ist mal auf N umgestellt worden, aber hier nicht durchgängig gemacht worden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Also hier ist es ein bisschen inkonsistent. Also hier ist ein N, hier ist ein K. Machen wir einfach aus jedem K hier ein N, dann ist die Sache wieder in Ordnung. Hier, hier und hier. Und hier dann dementsprechend. Das heißt, wir wissen, diese Zahl, die wir also auswerten können, wenn wir die n-te Iterierte ausgerechnet haben, das ist ein a posteriori Fehlerschätzer. Also wir wissen definitiv, der Fehler ist kleiner gleich dieser Zahl. Und vielleicht, das ist ein sogenannter zuverlässiger Fehlerschätzer, wenn man jetzt gleich mal die Terminologie der Fehlerschätzer einführt, gerade in dem Sinn, ich kann den Fehler abschätzen durch eine Konstante, das ist eben diese Zahl hier, nee, die Konstante ist sogar 1 in unserem Falle, durch eine Konstante mal den Fehler. Also in dem Sinne hätte ich auch diese Zahl hier rausnehmen können und dann wäre das immer noch ein Fehlerschätzer im Sinne dieser Definition gewesen. Man möchte natürlich jetzt nicht, es nützt einem jetzt wenig, wenn man einen Fehlerschätzer hat, der den Fehler maßlos überschätzt. Das führt dazu, dass man einfach viel zu viel Energie investiert, um eine Ernährung, eine Approximationsgüte zu erhalten, die man schon längst erhalten hat.
Das heißt also, was man eigentlich nicht nur haben möchte, ist so eine Abschätzung nach oben, Fehler durch Konstante mal Fehlerschätzer, sondern auch eine Abschätzung nach unten. Fehler lässt sich nach unten abschätzen durch eine Konstante mal Fehlerschätzer. Damit ist man sicher, dass bis auf diese festen Faktoren, die in diesen Konstanten enthalten sind, wir sozusagen immer in der Größenordnung des Fehlers auch liegen. Wenn ein Fehlerschätzer diese Eigenschaft hat, dann nennt man ihn effizient. Und wenn man tatsächlich nicht noch Faktoren verschenkt, also wenn diese beiden Quotienten, das ist wohl auch ein Druckfehler, gegen 1 gehen, wenn dieser Quotient gegen 1 geht, dann nennt man einen Fehlerschätzer asymptotisch exakt. Das mal. Das heißt also, das ist eigentlich das, was man haben möchte, einen asymptotisch exakten Fehlerschätzer. Gut, den Beweis vom Banachschen Fixpunktsatz haben Sie schon gesehen, den können wir uns dann vielleicht ersparen. Vielleicht sollten wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, was wir jetzt hier an Konvergenz haben oder was man vielleicht da noch machen kann. Dazu jetzt erstmal die Begrifflichkeit nochmal der Konvergenzordnung, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen am Beispiel. Wir nennen jetzt aber ganz allgemein formuliert, wir nennen, wenn wir eine Folge xk haben und ein Element x, dann sagen wir, diese Folge xk konvergiert mit Konvergenzordnung p gegen das Element x, wenn ich eine Abschätzung von diesem Typ habe. Ich kann den k plus 1 Fehler abschätzen durch eine Konstante c mal den Kartenfehler hoch p. Jetzt muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Wenn p, also p ist eine, muss keine natürliche Zahl sein, ist aber eine Zahl größer gleich 1, aber typischerweise eine natürliche Zahl. Wenn p echt größer als 1 ist, sind hier keine Voraussetzungen an das c gestellt. Dann ist es allerdings nicht so, dass wir aus diesem Begriff der Konvergenzordnung p unmittelbar schließen können, dass die Folge auch konvergiert. Etwas anders ist die Situation für p gleich 1 und dann müssen wir aber Bedingungen an die Konstante c stellen. Im Fall p gleich 1 soll die Konstante c kleiner als 1 sein, das ist also unsere alte Kontraktionszahl dann. Und dann kann ich in dem Falle, wenn ich das habe, dann sehe ich natürlich, dass die Folge sich abschätzen lässt nach oben durch c hoch n. Und das ist eine Nullfolge wegen c kleiner als 1 und dann kann ich direkt auch auf die Konvergenz schließen. Das heißt also, im linearen Fall habe ich die Situation, der Fehler halbiert, der Fehler wird mindestens in jedem Schritt um den Faktor c verkleinert. Und im quadratischen Fall habe ich eine etwas schwieriger zu durchschauende Situation, nämlich ich kann immer abschätzen durch eine Konstante, die möglicherweise sogar sehr groß ist, aber ich habe hier den Fehler hoch p. Jetzt denken wir natürlich als Fehler immer an etwas Kleines. Wenn der Fehler wirklich klein ist, dann ist diese Potenz natürlich wunderbar. Dann wird das umso kleiner. Solange das aber nicht der Fall ist, sagt das denkbar wenig aus. Das heißt also, Konvergenz höher als linear ist eine typische lokale Konvergenz. Etwas, was erst greift, wenn ich dicht an der Lösung dran bin. Jetzt gibt es noch einen Zwischenbegriff, das ist der Begriff der superlinearen Konvergenz. Das bedeutet, wenn ich den Fehler, den k plus 1 Fehler abschätzen kann durch den Kartenfehler mal einen Wert cn, und das cn ist eine Nullfolge. Ist aber nicht spezifiziert, in welcher Geschwindigkeit das cn gegen 0 zu gehen hat. So, jetzt wollen wir mal anschauen, was wir hier haben. Also wir haben hier erst einmal typischerweise lineare Konvergenz. Vielleicht schauen wir mal. Wie sehen wir das? Wieso ist die Fixpunktiteration linear konvergent? Also, was muss ich anschauen? Ich muss vergleichen, ich schreibe es nochmal in der Notation, ich schaue mir den n plus 1 Fehler an. Das heißt, ich schaue mir xn plus 1 minus x an. So, und was schreibe ich jetzt dafür? Was schreibe ich hierfür? Was schreibe ich hierfür natürlich?
Die Iterationsabbildung heißt jetzt hier in dem Falle, heißt sie Phi oder heißt sie F? Wie heißt sie? Ups, falsche Richtung. Wo sind wir denn? Die heißt hier F. Okay. Was schreibe ich also für das x von n, xn plus 1? Was ist deine Definition? Das f von xn. Und was nützt mir das jetzt? Was mache ich mit dem x? Wie schreibe ich das? Das ist der Fixpunkt. F von x. Und jetzt bin ich schon fertig, denn jetzt nutze ich eben die Kontraktion aus und kann das abschätzen durch k mal xn minus x, das heißt also k mal epsilon n. Das ist also die typische lineare Konvergenz mit Kontraktionszahl k. Okay. Ja. Wie sieht man jetzt da, wie kann man jetzt, jetzt haben wir verschiedene Bedingungen im Banachschen Fixpunktsatz gehabt. Das eine war natürlich die Kontraktionseigenschaft, dann die Eigenschaft, eine Menge zu haben, die in sich selbst abgebildet wird. Wie kann man da hinreichende Bedingungen für formulieren? Und dieses Lemma formuliert eine hinreichende Bedingung dafür. Schauen wir uns das mal an, was das aussagt, was das erfordert. Was habe ich jetzt wieder mit dem Pointer gemacht? Also was wird hier gefordert? Ich möchte eine Umgebung haben, also ich bin an irgendeiner Stelle y aus u, f ist von u Teilmenge x nach x, Banachraum natürlich, das ist Grundvoraussetzung. Ich möchte eine Stelle haben, einen Punkt y haben, sodass eine Umgebung existiert, das BR quer ist die abgeschlossene Kugel mit Radius r in dieser Menge y. F soll kontrahierend auf dieser Kugel sein. Jetzt könnte ich diese Kugel sozusagen als Grundmenge haben, aber jetzt brauche ich noch eine Bedingung. Nämlich, was muss ich jetzt noch sicherstellen, wenn ich diese Kugel hier als Grundmenge nehmen möchte? Was fehlt noch? Dass das Bild wieder da drin liegt. Und dafür, das ist jetzt die Behauptung, dafür ist eine hinreichende Bedingung zu wissen, dass ich muss nur das Bild des Mittelpunkts kennen und ich muss sozusagen den Abstand zwischen dem Mittelpunkt y und dem Bild des Mittelpunkts kennen und das muss ich abschätzen können durch r mal 1 minus k. Also wenn jetzt hier nur r stünde, dann würde hier stehen, dass ich haben möchte, dass der Mittelpunkt wieder in der Kugel liegt. Das ist natürlich absolut notwendige Voraussetzung, überhaupt die ganze Kugel mit dieser Lipschitz-Konstante zu haben. Jetzt setze ich ein bisschen mehr voraus. Ich setze eben voraus, dass gemäß der Lipschitz-Konstante, die ich habe, dass y besonders, je nachdem, ob das k nun klein oder groß ist, dass y besonders dicht an dem f von y bleibt. Und das ist die Aussage, die ich jetzt nicht zeigen möchte, die dann absichert, dass ich dann mit der ganzen Umgebung hier im Bild in dieser Umgebung bleibe, in dieser Kugel bleibe und dann kann ich natürlich auf die Kugel, dann habe ich alle Ingredienzien zusammen. Ich habe einen Grundraum, der vollständig ist. Ich habe eine abgeschlossene Menge, die in dem Grundraum, die in sich selbst abgebildet wird, und zwar von einer kontrahierenden Abbildung. Dann habe ich alle Bedingungen vorhanden und dann weiß ich, dass f dann einen Fixpunkt in dieser Umgebung hat. Und das ist jetzt, diese Variante ist jetzt natürlich für die Umgebung selbst eine globale Aussage, aber insgesamt ist das eine Art lokale Konvergenzaussage, weil sozusagen die Größe dieser Kugel ja nur sehr indirekt über diese Bedingung hier definiert wird. Eigentlich weiß ich hier nicht viel mehr, als dass es eben eine Kugel, dass es eine eventuell sehr kleine Menge gibt, wo es einen Fixpunkt gibt und wo das Fixpunktverfahren konvergiert, wenn ich in dieser Menge starte.
Also in diesem Sinne lokale Konvergenzaussage. Gut, die Definition hatten wir uns schon angeschaut. Jetzt, wie kann ich jetzt einer Folge ansehen, welche Art von Konvergenzverhalten vorliegt? Und einen Hinweis geben halt die Abweichungen zwischen zwei Iterierten. Wenn der Fehler, die Abweichung zwischen zwei Iterierten so mal einen festen Faktor abnimmt, dann kann ich schon lineare Konvergenz erwarten. Wenn der Faktor immer kleiner wird, dann kann ich vielleicht sogar superlineare Konvergenz erwarten. Und wenn der Faktor eben so ist, dass die Anzahl der signifikanten Stellen zum Beispiel von Iteration zu Iteration sich verdoppelt, was kann ich dann erwarten? Wenn sich die Anzahl der signifikanten Stellen von Iteration zu Iteration verdoppelt ab einer gewissen Position. Ja. Quadratische Konvergenz. Also das wäre sozusagen das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und jetzt nochmal umgesetzt, eben nochmal um zu sehen, wie viel muss ich überhaupt machen. Wenn ich ein gewisses Fehler, also wenn ich nur eine signifikante Stelle gewinnen will, das heißt, ich möchte den Fehler relativ oder absolut um den Faktor 1/10 reduzieren, dann muss ich eben so viele Schritte L machen, bis C hoch L 1/10 ist. Das heißt, ich brauche minus 1 durch Logarithmus Konstante C, Kontraktionszahl, viele Schritte. Und entsprechend, wenn ich jetzt nicht eine Stelle gewinnen will, sondern halt entsprechend viele oder da eine Zahl Epsilon habe, taucht dann eben entsprechend das dann hier auf. Okay, das heißt also, Fixpunktiteration heißt im Allgemeinen lineare Konvergenz, aber nicht mehr. Aber es gibt Ausnahmefälle. In gewisser Weise ist nämlich, kann man fast jede Iteration als Fixpunktiteration auffassen, eben nur für die richtige Fixpunktabbildung, die dann nicht mehr identisch ist, unbedingt mit der Funktion, von der man eine Nullstelle oder einen Fixpunkt sucht. Und den Satz will ich jetzt vielleicht doch mal dann beweisen. Der sagt das Folgende aus: eine hinreichende Bedingung für lokale Konvergenz der entsprechenden Ordnung. Was muss ich haben? So brauche ich keine Vollständigkeit. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also ich habe einen normierten Raum, ich würde mal sagen, das sollte auch vollständig sein. Ich habe eine offene Teilmenge davon, ich habe eine stetige Abbildung von dieser Menge in sich selbst, das ist schon mal gut, da habe ich eine Bedingung abgehakt. Und ich habe die Fixpunktiteration, die ist jetzt wohl definiert aufgrund dieser Bedingung. Und die Aussage ist die folgende: es gibt einen Punkt x quer mit folgenden Eigenschaften. Für alle Punkte aus U ist der Abstand von Phi von x, des Bildes von x quer, lässt sich abschätzen durch die Konstante c mal dem Abstand x minus x quer hoch p. Wobei jetzt wieder diese Bedingungen gelten, die wir vorher hatten. Wenn p größer als 1, ist es keine Bedingung an die Konstante c. Wenn p gleich 1, soll das c kleiner als 1 sein. Die Behauptung ist dann konvergiert die durch Phi definierte Iteration lokal und mit Konvergenzordnung P gegen dieses x quer, und dieses x quer ist notwendigerweise ein Fixpunkt. Okay, wollen wir uns das mal anschauen, wie das funktioniert? So, was ist das? Satz 4.10. Also, wir starten mal mit einer Menge W. Das soll ja noch nicht jetzt unsere Grundmenge sein, sondern die wird noch ein bisschen verkleinert. Das ist eben diese R-Kugel. Jetzt muss ich noch sagen, wie das R zu wählen ist. Das U ist ja als offen vorausgesetzt, also irgendeine Kugel gibt es auf jeden Fall um diesen Punkt herum. Wenn ich eine Kugel habe, kann ich das R auch entsprechend klein machen. Und ich mache das R so klein, dass, also irgendein R gibt es, das muss ich dann eventuell etwas kleiner machen, und ich will es so klein machen, dass C hoch R hoch mal P minus 1, diese Zahl nenne ich mal K, kleiner als 1 ist.
Schauen wir uns das mal an. P gleich 1 steht da nur C, da habe ich überhaupt keine Bedingung zu erfüllen. P größer 1, dann steht hier irgendeine Zahl C und dann möchte ich eben mein R so klein machen, dass R hoch P minus 1 kleiner als 1 ist. Okay, das scheint zu funktionieren. So, die nächste Überlegung ist, diese ein bisschen sehr implizit definierte, eventuell sehr kleine Umgebung um das x quer rum, das ist schon mal das, was ich suche, denn diese Umgebung wird durch die Abbildung nicht verlassen. Also die nächste Behauptung ist, wenn xk aus W ist und dann gilt, heißt das jetzt Ding jetzt Phi? Ja, Phi von xk ist auch aus W. Okay, das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen uns einfach das xk plus 1 hernehmen, das ist ja das Phi von xk, müssen schauen, wie weit hat sich das von dem x quer entfernt und das sollte höchstens r sein. Also, wir schauen uns an, Phi von xk minus x quer. Das kann ich aber abschätzen, das war die Voraussetzung, über das Verhalten von Phi in dieser offenen Menge U und damit natürlich in dieser kleineren Menge W, dass ich das abschätzen kann durch C mal Norm xk minus x hoch P. Okay, und jetzt bin ich schon fertig. Dann nehme ich eben xk minus x quer P hoch minus 1, nehme ich sozusagen hierher. Und dann habe ich hier meinen Abstand. Dieser Abstand hier, das habe ich gesagt, ist kleiner gleich. Nee, das muss ich jetzt gar nicht auseinanderziehen, das mache ich anders. Machen wir es gleich anders. Das geht jetzt hier einfacher, das brauche ich erst im nächsten Schritt. Was habe ich jetzt gesagt über diesen Abstand hier? Das ist hier R. Ich bin ja in der Umgebung gestartet, also hier steht etwas, was ist kleiner gleich C hoch R mal P. Und das, was hier steht, ist also K, nach Definition K mal R und damit eben kleiner als, hoppla, kleiner als R. Also ich bleibe echt in dieser offenen Kugel drin. So, jetzt muss ich wissen und insofern brauche ich tatsächlich nicht voraussetzen, dass der Raum vollständig ist. Ich zeige jetzt nämlich direkt, dass die Folge konvergiert. Ich wende nicht den Banachschen Fixpunktsatz an. Wie mache ich das? Ich schaue mir einfach die Fehlerfolge, die heißt jetzt hier mal D, sei es drum. Wir wissen ja noch nicht, dass es wirklich der Fixpunkt ein Fixpunkt ist. Also ich nehme die Abweichung dieser Folge von dem x quer her. Ich bin ja hier in der Menge, das heißt, ich kann nach oben abschätzen durch c mal, also das ist ja Phi von xk, das heißt, ich kann nach oben gleiche Abschätzung wie drüber durch xk minus x hoch p abschätzen, quer, ja, und jetzt mache ich das, was ich vorher schon machen wollte, das kann ich wiederum schreiben als c hoch r hoch p minus 1, 1 lasse ich stehen. So, und das ist meine Konstante k. Das heißt, ich habe hier sowas jetzt auf der Fehlerebene schon, k mal dk. Oh, jetzt ist was wieder passiert mit dem k. Ach, das ist ja zum... Gibt es ja noch für schöne Buchstaben? Machen wir es mal L... Haben wir irgendwo noch ein K, ein falsches K? Okay, machen wir aus dem K ein L, wie Lipschitz, ist egal. So, was habe ich jetzt? Jetzt sehe ich, diese Zahlenfolge dk plus 1, die ich hier habe, das ist eine Nullfolge. Denn die kann das K plus 1 abschätzen durch L mal dk und L ist kleiner als 1. Das heißt also, ich weiß... Wenn ich unbedingt möchte, per Induktion, dk ist kleiner gleich L mal L hoch k mal d0,
daraus folgt, dk geht gegen 0 für k gegen unendlich. Das heißt also, die Folge xk geht wirklich gegen x quer für k gegen unendlich. Direkt gezeigt sozusagen. So, jetzt muss ich noch wissen, dass das jetzt ein Fixpunkt ist, was ich hier habe. Ja, das ist aber immer so, wenn ich eine konsistente Iteration anwende. Wie ist das denn? Das xk plus 1 ist das phi xk. Das phi xk, haben wir gerade gesehen, konvergiert gegen, also das xk plus 1 konvergiert gegen x quer. Und das konvergiert dementsprechend gegen phi von x quer. Das heißt, das x quer ist eben notwendigerweise ein Fixpunkt. Das heißt, ich habe Konvergenz gegen einen Fixpunkt und das x quer ist ein Fixpunkt. Und jetzt schauen wir uns nochmal mit der Konvergenzordnung das an. Was war jetzt für die Konvergenzordnung nochmal zu machen? Da müssen wir jetzt eben unsere Karten, jetzt bleibe ich bei dem K, denn jetzt haben wir die Konstante umbenannt, dann bleibe ich, muss man unsere Karte iterierter anschauen, aber das ist ja, oder K plus 1, man bleibt bei K, ist wurscht, ist ja das hier. Das ist Fixpunkt, das heißt, ich kann das aufgrund dieser Voraussetzung nach oben abschätzen durch c mal xk minus 1 minus x quer hoch p. Das war genau die Bedingung der Konvergenzordnung p. Ich möchte den Kartenfehler oder den abschätzen können durch den Fehler vorher zur Potenz p mal eine Konstante, die p gleich 1 Fall auch noch kleiner als 1 sein soll. Das heißt, ich habe Konvergenzordnung p. Aber ich habe eben nur lokale Konvergenz, denn ich darf nicht überall in der Menge starten, ich darf eben nur in dieser sehr implizit definierten, eventuell sehr kleinen Teilmenge W starten. Jetzt wollen wir das mal konkret anwenden. Im reellen Fall, also für eine Abbildung von R nach R, und da wird es jetzt besonders einfach und da kann man wirklich das sehen, was wir am Beispiel an den Bildern schon gesehen haben. Wenn ich jetzt in der besonderen Situation bin, dass ich eine Abbildung von R nach R oder von K nach K habe und wenn ich weiß, dass ich das Einzige, ich habe also eine offene Teilmenge, ich weiß, auf dieser Menge ist die Abbildung P mal stetig differenzierbar und ich habe woher auch immer einen Fixpunkt. Das Einzige, was ich dann machen muss, ich muss mir die Ableitung oder beziehungsweise genauer die Ableitungen in dem Fixpunkt anschauen. Wenn die Ableitung in dem Fixpunkt von 0 verschieden ist, dann muss ich wissen, dass der Betrag der Ableitung kleiner als 1 ist. Dann habe ich lineare Konvergenz, Konvergenzordnung 1. So waren die Beispiele, die wir gesehen haben, bis eben auf die, die divergent waren. Und jetzt gibt es natürlich nur den noch schöneren Fall, dass die Ableitung sogar 0 ist hier. Und wenn die Ableitung 0 ist, dann schaue ich mir die nächsten Ableitungen an. Und wenn ich sogar sehe, dass die Ableitungen bis zur Ordnung p-1, 0 sind und dann die p-te Ableitung, die erste ist, die von 0 verschieden ist, dann weiß ich sogar, dass Konvergenzordnung p vorliegt. Okay, wollen wir das uns mal im Beweis anschauen, warum das so ist. Das ist jetzt ganz, ist sozusagen in einer Zeile unterzubringen, dieser Beweis. Ich mache einfach jetzt hier Taylor-Entwicklung, so hoch wie ich eben darf, aufgrund dieser Voraussetzung. Und die Taylor-Entwicklung sagt mir, ich entwickle also um x quer herum, denn dort, das gehört zu dieser offenen Menge dazu, wo ich eben die p-fach stetige Differenzierbarkeit vorausgesetzt habe. Das heißt, ich kann das phi von x als phi von x quer schreiben. Dann kommen die ganzen Taylor-Terme.
bis zur p minus 1. Ordnung und dann kommt der Rest, das Restglied in Lagrange'scher Form, wo die p-Ableitung auftaucht. Oder man kann auch irgendeine andere Form nehmen, aber die bietet sich an. Bis zur p minus 1. Ordnung sind alle Ableitungen 0, die kann ich vergessen. Und dann geht es hier weiter mit der p-Ableitung, Restglied in Lagrange'scher Form, das heißt, es ist jetzt eine Zwischenstelle xi und hier habe ich jetzt 1 durch p Fakultät x minus p, x quer hoch p. Das beinhaltet auch den Fall p gleich 1 und auch den allgemeinen Fall. Was heißt, kann ich daraus ableiten? Was muss ich wissen? Ich habe ja gesagt, dass x quer, das muss ich hier allerdings voraussetzen, dass ich das weiß. Das x quer ist ein Fixpunkt, also phi von x quer ist gleich x. Das heißt, ich bin jetzt hier in der Lage, diesen Term abzuschätzen. Dieser Term, vielleicht gehen wir nochmal zurück, war aber genau der Term, der... So, mal schauen, was er jetzt macht. Okay. Das ist jetzt genau dieser Term hier, um den es hier geht. Den muss ich abschätzen können durch eine Konstante mal den Abstand x, x quer hoch p. Und genau das kann, und über die Konstante muss ich was aussagen. Was genau das kann ich. Denn das ist hier nichts anderes als 1 durch p Fakultät Betrag von diesem Ableitung an der Zwischenstelle und hier habe ich jetzt x minus xp hoch p, x minus x quer hoch p. Das hier schätze ich mal ab durch, sagen wir mal, das Supremum dieser Ausdrücke für die Xi aus der Umgebung U oder U quer, sagen wir mal. Weil ich die Stetigkeit der Ableitung vorausgesetzt habe, ist das eine beschränkte Geschichte hier, da kommt also eine Zahl raus, irgendein C. Und damit habe ich genau meine Abschätzung. Und jetzt muss ich nur noch sicherstellen, dass das in der Falle von P gleich 1 funktioniert. Und da muss ich ein bisschen kleiner die Umgebung machen. Für B gleich 1 weiß ich ja, dass die Ableitung, wo ist jetzt die Voraussetzung, dass die Ableitung nicht nur existiert, sondern dass die Ableitung auch betragsmäßig kleiner als 1 ist. Das heißt also, ich weiß, es existiert eine Umgebung, da kann ich nicht das ganze U hierher nehmen, da muss ich eben auf diese kleinere Umgebung gehen. Es existiert eine Umgebung von x quer, sodass, wenn ich in dieser Umgebung bin, dann eben auch phi Strich von xi Betrag kleiner als 1 ist. Oder sagen wir mal kleiner gleich 1 minus eine, machen wir es mal ein bisschen ganz genau. Also, ich muss sozusagen den positiven Abstand, den ich hier habe, ausnutzen. Dieser positive Abstand ist 1 minus die Zahl halbe. Das heißt also, ich habe hier sozusagen den Mittelwert zwischen dieser Zahl und 1. Und das wird dann meine Konstante c, kleiner als 1. Also im Fall p größer als 1 muss ich mich um die Konstante überhaupt nicht kümmern. Dann nehme ich einfach die ganze Umgebung hier oder die ganze offene Menge her oder was auch immer. Kann natürlich auch eine Teilmenge nehmen, muss aber nicht unbedingt. Im Falle p gleich 1 muss ich eben so dicht an dem Fixpunkt drin dranbleiben, wie mir diese Bedingung das hier erlaubt. Und dann sieht man nochmal die Lokalität der Aussage. Denn das bedeutet ja eben auch, dass ich dann in dieser Umgebung starten muss, um Konvergenz abzusichern. So, jetzt hatten wir ja, jetzt hatten wir ja unser
am Eingang so ein Beispiel, uns angeschaut. Wie sah denn da nochmal die Fixpunkt-Iteration aus? Also wie sah das aus mit dem Beispiel Kapitel 1? Das Problem, was wir dort hatten, ich schreibe es mal jetzt in G, war dieses Problem. Wir haben eine Nullstelle dieser Funktion gesucht. Das heißt, wir haben die Wurzel aus einer Zahl gesucht. Und wir haben eine Fixpunkt-Iteration gemacht. Mit Phi von x. Was war das nochmal? Ich hoffe, dass ich es nochmal hinkriege. Ich glaube, es sah ungefähr so aus. Hoffe ich zumindest. Habe ich das jetzt irgendwie verlegt? Irgendwie habe ich die Seite verlegt, wo das draufstehen müsste. Da habe ich es hier. Nee. Okay, ja, so sah es aus. Gut. Und wir wissen ja, der gute Fall von Heron, das war Alpha gleich 1/2. Das war ein tolles Verfahren, haben wir gleich am Anfang gesehen, dass das so wirklich tolle quadratische Konvergenz hatte. Die anderen Fälle haben wir uns ausgedacht und haben gesehen, naja, das funktioniert ja zum Teil ganz hundsmiserabel, zum Teil ganz passabel, kommt aber nicht heran an den Fall von Heron. Das können wir jetzt voll, wir wissen jetzt immer noch nicht, wie Heron drauf gekommen ist, aber wir können es jetzt zumindest vollständig verstehen, wie das Konvergenzverhalten ist. Wir müssen ja, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, nach der letzten Überlegung, wir müssen die Ableitung an der Stelle ausrechnen. Wir müssen also ausrechnen, was ist denn Phi' an der Stelle x quer, und x quer ist dadurch gekennzeichnet, dass x quer Quadrat gleich a ist. Ja, das ist also Alpha minus 1 minus Alpha a durch x quer Quadrat. Das ist also a. Das heißt, hier habe ich also nur eine 1 zu stehen. Das heißt, ich habe also hier 2 Alpha minus 1 zu stehen. Und jetzt sieht man, genau an der Stelle Alpha gleich 1/2 habe ich hier die 0. Das ist sehr gut, denn dann habe ich was Besseres als lineare Konvergenz. Dummerweise habe ich eben, das wäre zu schön, um wahr zu sein, jetzt kann man nochmal die zweite Ableitung ausrechnen, an dieser Stelle x quer, das wäre dann 2, 1 minus Alpha a durch x quer hoch 3, und wenn ich jetzt einsetze, sehe ich, das ist ungleich 0. Das heißt, ich habe nicht mehr als quadratische Konvergenz. Aber ich habe in dem Fall quadratische Konvergenz. Also hier habe ich quadratische Konvergenz. Und für Alpha ungleich 1/2 habe ich eine Kontraktionszahl eben von 2 Alpha minus 1. Und wie war das nochmal? Wir hatten, vielleicht gehe ich einfach nochmal zurück und wir schauen uns diese Tabelle nochmal an, die wir da hatten. So. So, das ist das, was uns Heron gegeben hat. Quadratische Konvergenz, Verdopplung der signifikanten Stellen, der korrekten Stellen in jedem Schritt. Das waren die Verfahren, sozusagen das neu ausgedachte Verfahren. Was noch ganz passabel ist, ist die rechte, einigermaßen passabel ist, aber natürlich in keiner Weise vergleichbar, ist die rechte Spalte, Alpha gleich 0,4. 0,4 haben wir also, im Moment, jetzt muss ich hier natürlich einen Betrag draufsetzen, haben wir also hier 0,4, ist das wirklich richtig? Okay. Was habe ich für 0,4? Dann habe ich hier 0,8 minus 1, habe ich eine Kontraktionszahl von 0,2. Dann der andere Fall,
Alpha gleich 0,25, dann habe ich gerade Kontraktionszahl von 1,5. Und der ganz schlimme Fall, wo wir nach 20 Iterationen gerade mal 2 signifikante Stellen erreicht haben, das ist auch nicht weiter verwunderlich, dann haben wir hier Kontraktionszahl 0,8. Also 0,8 sieht ja noch gar nicht so schlecht aus, das ist ja noch richtig schön weg von 1, aber man sieht schon, was das für Unterschiede ausmacht. Okay. Wir werden jetzt an der Stelle sozusagen diese nichtlinearen Geschichten unterbrechen und wir werden sie dann wieder aufsetzen und uns fragen, wie können wir das, was jetzt hier passiert ist, wie können wir das allgemein machen? Das ist das Stichwort Newton-Verfahren dann. Und wir werden jetzt wieder zurückgehen zu den linearen Problemen und dort ganz normale Fixpunkt-Iteration mit linearer Konvergenz machen, wo man kann man jetzt sagen, und gut, was soll das? Wir haben das tolle Gauss- oder Cholesky-Verfahren. Wie gesagt, es ist dann von Relevanz, wenn die Matrix sehr dünn besetzt ist und es wirklich vorteilhaft ist, nur Operationen von Typ Matrix mal Vektor zu haben. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, da können wir dieses Thema, glaube ich, noch mal anfangen lassen. Okay. Gut, zum Teil kennen Sie das auch schon. Okay, also das Ganze, was wir hier machen, heißt dann linear stationäre Verfahren. Warum, werden wir gleich sehen. Sollte ich das wieder ausschalten? Also wir sind wieder zurück beim Gleichungssystem ax gleich b. Wir stellen uns jetzt mal n sehr groß vor und a sehr dünn besetzt. Und ich hatte jetzt schon Argumente gegeben, wo vielleicht selbst ein Cholesky-Verfahren nicht mehr gut ist. Werden wir später nochmal im Detail sehen. Dieses Stichwort Fill-in habe ich schon angesprochen. Wie gesagt, wir werden da ein Beispiel für sehen. Und aber sozusagen noch in ganz alten Zeiten, wo die Matrizen, die man gerechnet hat, nicht in der Größenordnung von 10 hoch 6 oder 10 hoch 9 waren, sondern deutlich kleiner, weil man sein eigener Prozessor noch war, also in Zeiten von Carl Friedrich Gauss. Haben Sie übrigens den Film gesehen? Haben Sie das Buch gelesen? Das würde ich sagen, ist ein absolutes Muss. Das ist natürlich keine exakte Biografie, weder von Gauss noch von Humboldt, aber das Buch ist ein absolutes Muss. Und die eine Stelle, die ich ja schon, auf die ich schon mehrfach referiert habe, im Zusammenhang mit der Erfindung der Methode der kleinsten Quadrate, wird, also ich habe den Film nicht gesehen, nur meine Tochter, die wird eben ja in dem Film ausführlich dargestellt, wurde mir berichtet. Also insofern lohnt sich der Film auch. Okay, also wieder zurück zu Gauss. Gauss ist schon auf folgende Idee gekommen. Was er einfach gemacht hat, er hat das Gleichungssystem, und das haben wir gesehen, das kann man auf beliebig viele Arten machen, er hat das Gleichungssystem in ein Fixpunktverfahren umgeschrieben und hat auf diesem Fixpunktverfahren eine Fixpunktiteration gemacht. Wie gesagt, man kann das auf viele unterschiedliche Arten machen. Er hat es einfach dadurch gemacht, indem er gesagt hat, ich gehe davon aus, dass alle Diagonalelemente von 0 verschieden sind. Wenn ich hier voraussetze, dass die Matrix nicht singulär ist, kann ich das durch eine Umordnung der Zeilen erreichen. Und dann löse ich jede Zeile nach dem, da löse ich die ite Zeile nach xi auf. Das heißt, ich bringe sozusagen alles, was nicht den Index i hat, auf die rechte Seite und teile durch das Diagonalelement durch. Und insgesamt bekomme ich also hier auf einer Seite, das ist jetzt hier die linke, den Vektor x und rechts wieder etwas, was linear von x abhängt. Eine neue Matrix, wie auch immer, oder das ist eine affin lineare Abbildung, wir haben einen konstanten Anteil, wie wir hier sehen, und wieder einen linearen Anteil. Und damit habe ich wieder eine Fixpunktformulierung. Und dann mache ich, egal ob ich nun den Banachschen Fixpunktsatz kenne oder nicht, den kannte er wahrscheinlich nicht, weil Banach deutlich später gelebt hat, mache ich darauf Fixpunktiteration. Und das hat, meinte Gauss, das ist ein tolles Verfahren, das kann man machen, während man Fernsehen schaut und so.
Ich glaube, er hat nicht Fernsehen geschaut, aber er hat gesagt, man könnte das gut machen, während man dabei an andere Dinge denkt. Und hat das eben zur Anwendung empfohlen. So sieht das Verfahren also aus. Ich starte mit irgendeinem Vektor x0 und wenn ich einen Vektor xk habe, berechne ich den neuen Vektor, indem ich diese Matrix mal Vektormultiplikation hier durchführe mit diesem Konstantenanteil, diesen Konstantenanteil addiere, durch das Diagonalelement teile und bekomme da meine neue Iterierte. Dieses Verfahren heißt Jacobi- oder Gesamtschrittverfahren. Man sieht, dass dies völlig unabhängig ist von der Reihenfolge, in der ich diese einzelnen Zeilen des Gleichungssystems durchlaufe. Das hat große Vorteile, das ist nämlich zum Beispiel trivial parallelisierbar. Das kann ich diese N-Schritte kann ich einfach N verschiedene Prozessoren machen lassen. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich, so war das früher auch, da hatte man richtige Rechenstuben, ob es so parallel war, weiß ich nicht, aber man richtige Rechenstuben voll mit menschlichen Prozessoren. Ja, so wurde früher gerechnet. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, naja, ich habe da eine Reihenfolge, meine Indizes, sagen wir mal von 1 bis n oder meinetwegen auch von n bis 1. Ich lege mich mal auf eine fest, bleiben wir mal bei 1 bis n. Aber wenn ich das habe und schon bis zu einer gewissen Stelle die neue Iterierte ausgerechnet habe, dann würde ich doch erwarten, dass die neue Iterierte besser ist als die alte Iterierte. Warum nehme ich dann nicht schon die neue Iterierte bei der weiteren Berechnung hier? Das heißt also, hier in dieser Summe habe ich die Indizes 1 bis i minus 1 und da kann ich schon die neue Iterierte nehmen, denn die habe ich da schon ausgerechnet. Bei den Indizes i plus 1 bis n muss ich noch die alten nehmen. Machen wir das mal. Dann sieht das Verfahren so aus. Ich habe hier eine Summe bis i minus 1, da steht schon die neuen Iterierten. Ich habe eine Summe von i plus 1 bis n, da stehen die alten. Und dieses Verfahren heißt jetzt Gauß-Seidel-Verfahren, vielleicht hat Gauß auch dieses Verfahren vorgeschlagen, das weiß ich jetzt nicht genau, oder Einzelschrittverfahren. Man sieht, wie das hier beschrieben ist, dass das vom Aufwand her völlig identisch ist. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss sozusagen schon sofort, nachdem ich eine Komponente der neuen Iterierten berechnet habe, die sozusagen auf dem Speicherplatz aktuelle Iterierte bringen. Also von dem Typus sollen die Verfahren sein, die wir uns anschauen werden. Das sind zwei mittlerweile nicht wirklich empfehlenswerte Verfahren, aber eben einfache Beispiele, an denen man das Prinzip studieren kann. Und um das ein bisschen kompakter zu schreiben, führen wir diese Notation ein. Das hat jetzt absolut nichts mit LR-Zerlegung zu tun. Wir zerlegen nämlich die Matrix A nicht multiplikativ, sondern wir zerlegen sie einfach additiv. Das heißt, die Matrix L sind einfach nur die Einträge, die unterhalb der Diagonalen stehen. Genau die Matrix-Einträge unterhalb der Diagonalen. Diagonale genau die Diagonaleinträge und R genau die Einträge oberhalb der Diagonalen. Und dann ist natürlich A trivialerweise L plus D plus R. Und mit dieser Notation können wir das jetzt hinschreiben, was wir da gemacht haben. Wie sieht die Fixpunktform aus beim Jacobi-Verfahren? Da hatten wir, bevor wir sozusagen durchgeteilt haben durch das Diagonalelement, oder was wir da gemacht haben, da haben wir die Diagonaleinträge auf einer Seite isoliert. Das heißt, wir haben D mal X. Von der Matrix ist also dann auf die andere Seite gewandert der L-Anteil und der R-Anteil. Das ist die Fixpunktform hier, beziehungsweise aufgelöst eben X gleich D hoch minus 1. Das ist dieses Durchteilen durch das Diagonalelement mal minus L plus RX plus B. Das ist die Fixpunktform, das ist die Fixpunktiteration. Jede Durchführung der Fixpunktiteration beinhaltet typischerweise, das ist hier so schlicht, dass man sozusagen gar nicht sieht, das Lösen eines Gleichungssystems. Das ist hier sozusagen erkenntlich in dieser inversen Bildung hier. Wobei das Gleichungssystem hier ganz, ganz einfach ist, es ist nämlich ein diagonales Gleichungssystem und wir lösen einfach, indem wir N-Divisionen durchführen. Da sieht man auch ungefähr, was man sich erlauben kann. Würde natürlich jetzt wenig Sinn machen, hier ein Gleichungssystem zu haben, das genauso aufwendig ist wie das Originalgleichungssystem.
sondern da muss eine Vereinfachung passieren, sodass dieses Hilfsgleichungssystem, was ich ja in jedem Iterationsschritt habe, wesentlich einfacher und schneller zu lösen ist als das Ausgangsproblem. Typischerweise muss das mindestens ein gestaffeltes Gleichungssystem sein. Ja, und so ein gestaffeltes Gleichungssystem haben wir tatsächlich beim Gauß-Seidel-Verfahren. Beim Gauß-Seidel-Verfahren versammle ich nämlich auf der linken Seite, also die linke Seite ist sozusagen das, wo dann die neue Iterierte ja steht, die rechte ist das, wo die alte dann steht bei der Fixpunkt-Iteration, nicht nur die Diagonalanteile, sondern auch die L, die Anteile im unteren Dreieck, die Anteile mit den niedrigen Indizes. Und rechts bleibt dann nur noch das Minus R übrig und das B, beziehungsweise aufgelöst eben x gleich d plus L hoch minus 1 minus R x plus B, und das ist auch die Gleichung, über die hier iteriert wird. Und jetzt sieht man, hoppla, da muss ja wirklich ein viel stärker besetztes Gleichungssystem gelöst werden. Jetzt kann man sich beruhigen, naja, es ist ja wenigstens noch ein gestaffeltes System, d plus L. Und wenn man genau hinschaut, es ist gar nichts zu lösen. Man löst in der Art und Weise, wie man die Gleichung hinschreibt oder die Iteration hinschreibt, macht man diese Lösung, was ist es jetzt, unteres Dreieck, diese Vorwärtssubstitution automatisch mit. Der Aufwand ist ja nicht größer geworden. Das Einzige, was man hier, gehen wir nochmal zurück, zwischen der Form und der Form sozusagen beim Programmieren machen muss, man muss einfach die neue Iterierte, sobald man sie hat, auf den Speicherplatz aktuelle Iterierte schreiben. Dann passiert genau das, was hier steht. Ist also von der Anzahl der Operationen absolut identisch. Okay, jetzt sind wir also auf dem Level angekommen. Wir haben ein affin lineares Problem, löse lineares Gleichungssystem. Wir wollen das machen mit einer Fixpunktformulierung. Wir wissen schon beim Banachschen Fixpunktsatz, was das bedeutet. Wir brauchen eine kontraktive Iterationsfunktion und eine, die eine möglichst kleine Kontraktionszahl produziert. Das ist der eigentliche Punkt. Und man könnte natürlich auch sagen, okay, ich versuche es mal mit nichtlinearen Funktionen, aber wir werden uns bescheiden und sagen, wir suchen die Iterationsfunktion in der Klasse der affin linearen Funktionen. Das heißt, wir suchen eine Matrix M und eine Matrix N, sodass ich dann die Iterationsfunktion ansetze als mx plus n. Schauen wir nochmal zurück, wie das aussah. Also hier war das M eben anscheinend dieses d plus l hoch das minus d plus l hoch minus 1 mal r, und das n war d plus l hoch minus 1. Hier war das m minus d hoch minus 1 l plus r, und das n war d hoch minus 1. Und das wollen wir jetzt ein bisschen in eine allgemeine Theorie gießen. Was ist überhaupt erlaubt für m und n, und wann bekommen wir besonders gute Konvergenzraten? Okay, das machen wir aber dann das nächste Mal.